Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Creativerse. So, hier geht gerade eine Krabbe an mir vorbei und da oben ist der Tito. Hallo, moin moin. Ja, unsere letzte Aufnahmesession ist ja schon ein bisschen her. Seitdem wurde das Spiel schon weiter gepatcht. Ich glaube, auf die Version R17 mittlerweile. Ja, und wir sind immer noch dabei, unser Häuschen zu bauen. Die nächste Etage wird aus Holz. Und als das allererste, was wir machen werden, ist, ich werde mich hier aufspalten. Das heißt, ich werde Holz hacken gehen. Und Tito geht in unsere Mine und holt die ganzen Diamanten raus. Juhu! So. Ne, also würde ich sagen, dann haben wir hier jetzt einen Auftrag. Genau. Ne? Und dann... Hau rein, Drakon. Genau, hau rein, Tito. Ich laufe bis gleich in den Wald. Bis gleich. Und wenn was Spannendes passiert, dann dann hört man sich. Genau. Und sieht sich auf YouTube. Genau. So, ich bin gespannt, was wir alles Neues sehen werden. Ja, so ein bisschen... Ein bisschen was ist ja passiert. Genau. Ja, interessant. Hier ist noch Kohle, du. Kohle immer mitnehmen. Ne? Von wegen Licht und so. Ich habe mir auch gerade so eine Crafting-Maschine eingesaugt. Einfach um eine dabei zu haben, genau. wenn ich mal eine brauche. Ne? Das ist immer gut. Oh, Streckschwein. Weiß aber. So, wir werden ja eine ganze Menge Holz brauchen, aber eigentlich ist es egal, was für ein Holz, ne? Dann, außer also die Logs. Ich glaube, die Logs, das haben wir schon festgestellt, die Logs, die sind nicht so richtig brauchbar. Also weder als Feuerholz noch irgendwie... Naja. Vielleicht bekommen sie mal irgendwann eine ganz spezielle Funktion. Ah, Klatsch ins Wasser. Oha. Los. Ich laufe jetzt hier so ein bisschen weiter weg übrigens, also weil der Wald ist ja eigentlich relativ nah dran, aber ich möchte so ein bisschen wieder in die Nähe der Wüste, die wir gefunden haben. Weil das war ja ganz witzig da. So, Pilze mitnehmen. Ah, ich sehe die Palmen. Yay. Ich sehe die Palmen. Irgendwann wette ich, werden die auch irgendwie Kokosnüsse an die Palmen dran basteln. Ja, das wäre cool. Also, ich habe gerade eine neue Sache rausgefunden. Na? Wenn ich jetzt nicht drauf gehe. Wenn du, du hast ein neues Monster vielleicht gefunden? Wolltest du das sagen? Ein tödliches. Wenn du die. Wenn du die Pilze. Scheiße, mein Schwert ist im Arsch. Wenn du die Pilze nimmst. Ja. Hast du jetzt einen 8-Sekunden-Timer. Deswegen bin ich jetzt tot.
Ach so, du kannst also nicht mehr so ohne weiteres heilen? Nee. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, auch was Neues gefunden, und zwar einen neuen Boden. Der hier in der Nähe der Wüste ist, der nennt sich Detritus. Sieht aus eigentlich wie Dirt, aber doch noch ein bisschen anders. Wenn wir mal einflecken, ist ein neues Rezept. Ein neues Rezept habe ich dadurch nicht bekommen. Deshalb werde ich davon jetzt nicht allzu viel einsammeln. Ich bin ja eigentlich auf Holzsuche. Ja. Kein Rezept. Ohne Rüstung von denen. Ja, ja. So, ja. Was hatte ich denn da gekillt? Irgendein Wurm oder? Nee, eine Krabbe. Eine Krabbe? Aber da waren halt vier Monster, waren da, drei hatte ich und die letzten haben mich erwischt. Das ist echt. Na, 9 Sekunden sogar. Also ich habe. Muss dann zwischen den Pilzen echt wechseln. Okay. hast du mal Heiltränke getestet, ob die das gleiche haben? Ja, habe ich jetzt gerade nicht. Achso. Aber das wäre nochmal auch eine Idee, ne? Möglichkeit. Ja. Weißt du, diese Palmen, die nennen sich Shorewood. Ich weiß nicht, ist das echt der richtige Name im Englischen? Shorewood für Palme? Ich hätte eher so gedacht wie Palm Tree oder so. Weil Shorewood heißt doch eigentlich Küstenholz. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Na, egal. Ja, noch so ein Wurm. Also, ich muss sagen, haben die schwieriger geworden. Schwierigkeitsgrad ein bisschen erhöht. Ja. Und so ein Pilz bringt jetzt auch nicht mehr auf einen Schlag, sondern baut in den 9 Sekunden die HP auf. Das heißt, du hast nicht mit einem Schlag so. Mhm. Das steigt langsam nur. In der Savanne sind hier ganz viele Blumen und Savannengras. Irgendwie kann ich mich daran das auch nicht so erinnern. Sieht echt hübsch aus. Also ich werde die einfach mal so ein bisschen einsammeln, die Wildflower und so. Hm? Mal gucken, was man daraus machen kann. Neue Rezepte habe ich leider bisher noch nicht gefunden. Ah, der immer finde ich immer so neue Sachen. Ah, neue. Glaube ich auch nichts mehr. Und was mich wundert, ich habe bisher noch keine einzige Kiste gesehen. Normalerweise bin ich doch hier der Kistenmensch. Ja, da habe ich gelesen in den Patch Notes, da haben sie da auch dran gedreht. Also nicht mehr so viele Kisten? Spawn. Ja. Okay. Die sind aber auch echt oft gespawnt. Also. Ja, war viel, ne? Mhm. Und was ich merkwürdig finde, ist, in der Wüste sehe ich momentan nicht ein einziges Monster. Hier gab es ja auch ganz viele von diesen brennenden Schwanz und. Mhm. Bisher bin ich hier echt komplett alleine. Hier ist. Alles leer. Vielleicht haben wir auf den neuen Peaceful-Modus gestellt. Nö, sowas würden wir nicht machen. du bist ja auch auf Monster getroffen. Ne? Waren das diese Geistermonster? Ja. Ja, ne? Ja klar, im Dunkeln. Ne? Du bist ja unter der Erde. Unter Tage.
Frage. Und ich finde unsere Extraktoren nicht wieder. Wir hatten doch Diamanten und so angestellt. Ja. Ach, vielleicht haben die Monster sie geklaut. Und gedacht, ja. Ach, hier liegen ja drei Diamanten rum, schon extrahiert. Ja, praktisch. Großzügig. Kein Besitzer, weit und breit. Aber an der Musik feiern sie auch jedes Mal, ne? Finde ich. Wie? Ja, ich habe gerade so eine echt lustige Musik. Also passt echt zur Savanne. Okay. Den ganzen Witcher 3 Hype zurzeit, ne? Überlege ich ja echt, ob ich mal Witcher 2 mir antue. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Wäre ja auch ne. Weil, eben, das war ja auch ein Hammer-Game. Wäre also mal eine Idee. Kommen schon ein paar Charaktere von Witcher 1, 2 da vor. Also, hast du 1 gespielt? Nee, ich habe bisher keins von denen gespielt. Ich sogar vielleicht 1 anfangen. Eins habe ich nicht. Grafisch auch. So. Ich habe halt nur 2. Auch noch okay. Da lernt man dann die Charaktere ganz gut kennen auch. Und so ein eigenes Universum da geworden. Mittlerweile gibt es ja so Comics und alles. Ja, es kam ja von Büchern, ne? Das waren ja zuerst Bücher. Ich habe den Film dazu gesehen. Der geht zu. War halt ein B-Movie, ne? Also ich denke mal, wenn man da jetzt entsprechend Geld reintun würde, könnte man einen richtig geilen Film machen. Peter Jackson könnte sowas wahrscheinlich richtig gut. Ja, nach Herr der Ringe sucht er bestimmt ja einen Job. Könnte er doch Witcher machen. Ja, das wäre doch eine Idee. Ja. Muss ich mal sagen. Genau. Dear Peter Jackson, what would you think of doing a film of Witcher? Oh, zumindest kann er das dann, oder sollte er das dann nicht in Neuseeland spielen, weil die Welt in Witcher dann doch etwas anders aussieht. Ja, okay. Vielleicht, auf vielleicht. Neuseeland steht. Ja, ich überlege, das könnte man aber vielleicht so in Schottland oder sowas machen, ne? Ja, das. Also. Mit den ganzen Burgen und so und Schlössern und Ruinen und. Ja, das. Die schottischen Highlands. Oh, Highlander, das war ja auch ein Film, ne? Mhm. Ah, auch nochmal einen gescheiten Remake. Ja, ich weiß nicht, also, ob du damit nicht das Ganze dann kaputt machen würdest. Weil, also, der erste Film war ja genial. Der zweite. Da habe ich schon gedacht so, okay, ja, kann man. Beim dritten dachte ich echt schon so, naja. Schluss. Genau. Aber die Highlander-Serie, die war nochmal ganz witzig. Also für eine Serie kommt das Ganze ganz gut. Eine Serie kann man echt draus machen. Ich bin ja eigentlich auf Holzsuche, aber Holz ist so, das hole ich eher nur so nebenbei die ganze Zeit, ne? Ich gucke mir die ganze Zeit die Gegend an, weil ich das so spannend finde. Jetzt wächst hier gerade so in der Ferne ein Berg aus dem Wasser. Bin mal gespannt. Ach so, Fische sollen sie jetzt auch eingeführt haben, ne? Ja, also das Wasser ist jetzt möglicherweise nicht mehr an allen Stellen sicher. Okay.
Okay, also dann gleich so Haie oder Ja, diese Leafies, ne? Also Wasserleafies. Okay. Ich finde es komisch. Ich habe bisher echt, bis auf die Krabben vor unserer Burg, habe ich keine Lebewesen entdeckt. Das kann irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Ja, und unsere Diamanten- und Eisenvorräte sind auch weg. Also, ja, ich finde sie zumindest nicht mehr. Ja, ist doch was nicht in Ordnung. Ja. Ich bin mal gespannt. Jetzt wird es ja langsam dunkel. Eigentlich müssten jetzt so langsam die Geister spawnen. Dark Canyon Stone. Okay. Wobei eigentlich, also wir hatten ja am Anfang Monster. Ja, weiß nicht. Waren die alle Urlaub gerade? Ja. Dark Canyon Stone hatten wir bisher auch noch nicht, ne? Was denn? Hat irgendwie rein in so ein Loch gefallen und Und nicht Schaden hier. gekriegt? Oh, meine Fackel. Ich sehe. Ist irgendwie Wasser. Wasser? Unter der Erde? Ja, Ta Oh, oder kann passieren, Tar. ne? Tar heißt das. Das ist Teer. Du hast Teer gefunden. Ist bestimmt für irgendwas gut, ne? Teer ist ja klebrig und wasserabweisend. Ja, kann ich noch nicht aufsammeln. Okay. Dann wird's mit Meiner Sicherheit was ganz Tolles sein. Obsidian hier. Boah, Alter, wie tief geht's? Ja, während du die tiefen Tiefen ergründest, ergründe ich die hohen Höhen. Wow. Okay. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen Kakteen auch einsammeln. Hä? Wie ist denn Schaden her hier? Ah! Alter! Was denn los? Weiß es auch nicht. Jetzt schwimme jetzt Mineral Water, schwimme ich jetzt gerade. Aha. Ist doch gut, Mineralwasser. Ist doch toll. Super. So. Ich habe schon wieder Schaden gekriegt hier, da war irgend so ein F So, ich muss jetzt erstmal einen kleinen Ozean durchschwimmen. Also wenn die Nacht so friedlich bleibt, werde ich einfach mal draußen bleiben. Ich wollte nämlich eigentlich mich schon zur Burg zurück teleportieren. Aber ich bleib noch ein bisschen hier. Wobei ich das echt merkwürdig finde. Also möglicherweise hat er jetzt gerade die Monster nicht nachgeladen einfach, ne? Die für diese Gegend also sind. Ja. Ah, warst du schon mal unter Wasser? Geil, du hast jetzt so ein kleines Schild, das dir zeigt, wie viel Luft du noch hast. Ach so, das ging ja sonst von der Ausdauerleiste ab. Genau. Das ist eine Luftleiste. Okay. Schwupps.
in diesem Mineralwasser heilt man. Oh, das ist ja gut. Das kannst du aber nicht abbauen, ne? Nee, das ist rot. Schade. Das ist ja geil. Schön in den Burggraben dann rein. Ja, genau. So eine heilende Quelle. Genau. Aber das kann man bestimmt irgendwie sich holen. Ja, das kann sein, weil es ist rot. Wenn man in das Wasser ganz viel Eis reinpackt, könnte es doch sein, dass das gefriert und man das dann abbauen kann. Ist ja gewieft. Ja, ne? Was für Ideen ich komme. Ich komme übrigens auf noch eine Idee. Ich gucke nämlich gerade auf die Zeit. Oh. Ja, es ist Zeit. Es ist Zeit für einen Cut. Es ist Zeit für eine Pause. Drakon ist wieder der Spielverderber. Nein, in der nächsten Folge geht's ja weiter. Na gut. Also, dann würde ich mal sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen. Es bleibt natürlich spannend, mehr oder weniger. Und dann, ja, ich sag schon mal Tschüss von meiner Seite aus. Ja, und Tschüss von meiner Seite aus. Genau. Bis gleich.